Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei meinem Skyrim Bloodline Walkthrough. So, das Schwert ist schon gezückt und es geht direkt weiter. Beim letzten Mal haben wir Solzheim abgeschlossen. Wir haben Mira Arc besiegt. Das Gebiet haben wir jetzt dann noch nicht ganz erforscht, aber die Questline wäre somit erledigt. Und jetzt machen wir, wie schon versprochen und mo gesagt, machen wir jetzt mal die Hauptstory weiter. Wir sind hier noch relativ am Anfang und waren hier noch in der Höhle, wo wir was gesucht haben. Dann haben sie mir gefunden, weil es schon jemand mitgenommen hat. Und hier trifft ich mit dem Dieb des Horns. Dann quatschen wir auch mit der schönen, wunderbaren Lady. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer du wieder erklärt habe. Schnauze. So, die Delfine. Ihr seid dieser Gast. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Oh, ich möchte das Drachenzimmer mieten. Dachzimmer. Das Zimmer unter dem Dach. Drachenzimmer. Ja, ja. Hm, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Auf der linken Seite. Drachenzimmer habe ich schon gesagt, ne? Ja, ja. Ja, wo du rein? Close the door. Lydia, du bleibst raus. Setz ich mich mal hin. Lydia kommt wieder rein. Schniege hier. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. So, sprich mit Delfine. Hat sonst jetzt das Horn Gap? Bring das Horn zu Agair. Agnai. Angai. Angai. Ja, das ist ein als Name. Schließ die Tür. Okay. Julia, bleib raus. Nun können wir reden. Ich rock doch jemand. Yippie. Lydia ist gelangweilt. So. Dann lesen wir mal alles, was wir hier so finden. Gold kann man mitnehmen. Kiste ist leer. Da ist was drin. Bisschen Gold, Rolle und Trank. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Aber ja, aber was hat es mit der Nacht- und Nebelaktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Sprech weiter. Ich höre dazu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Das Ding ist, mir kann ich vertrauen, aber kann ich dir vertrauen? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Warum habt ihr das Horn aus Usterngrav entwendet? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten und dass ihr kein Spitzel der Talmor wart. Warum suchst du eigentlich das Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ajo, ich hab schon ein paar Stück in mich aufgenommen. Gut. Und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind. Warum? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel.
Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Was ist der Haken an der ganzen Geschichte? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Okay, wisst ihr, wie verrückt sich das Ganze anhört? Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das Gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er Recht und ich Unrecht. Wieso denkt ihr, dass die Drache lebendig wäre? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Und wie hast du das rausgefunden? Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Stimmt, da war was. Ihr wart in der Drachenfeste, als ich ihn ihm gab. Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Der Drachenstein war eine Karte? Ja, eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Und wo soll ich jetzt hingehen? Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Gut. Lasst uns einen Drachen töten. Let's go. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Okay, mach du nur. So, wir nehmen uns die ganze Tränke hier mit. Und wie wir jetzt schon ein bisschen erfahren, haben wir jetzt ein bisschen was erfahren und gesagt bekommen über die Dragons. Auf den Weg nach Künishain. Wieso, weshalb, was da los ist. Also die Dinge sind die Talmor, wo die die ganze Zeit zurückrufe. Ja, die Pfeile nehmen wir uns mit. Joa, haben wir eigentlich alles hier. Wir können aufbrechen. Ja, ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne. Sie zurückbinden. Ja, gute Reise. Gute Reise, gute Besserung. Sau gut, sau gut, sau, sau gut. Und zwar, waren wir ja schon hier oben. So, das wäre erstmal fürs Horn. Muss ich mal gerade gucken. Bevor wir jetzt das Horn aber abgeben gehen, machen wir doch erstmal hier. Finde den Drachenfriedhof. Und zwar müssen wir hier hin. In der Nähe von Windhelm. Solltet ihr nicht hochgehen! Ein Drache! Er greift an! The Dragon! Wo? Ich weiß nicht genau. Jetzt noch nicht. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Ich regel das. Keine Angst. Alter, was? Was? Okay. Ja. Also, der Drache ist Zauberer. Was war denn das jetzt schon wieder? Buckrim wieder am Start, Alter. Ach, ist das der Alduin? Den schnapp ich mal. Den holen wir uns. So, dann müssen wir noch ein Stückchen laufen.
A dragon. A dragon. Ich komme ja schon. Ich komme und hole dich. Ich komme und vernichte dich. Ja, ja, das ist der Halloween. Oh, hoppla, Moment, ich habe hier wieder den falschen Zauberspruch am Stissel, und zwar will ich wieder mein Feueratem. Ich packe mal den Bogen aus. Alter, was war denn das? Alter, hat der mich weggefetzt. Der hat diese Drache wiederbelebt. Pfeile fliegen nicht. Was ist denn jetzt los? Was ist hier los? Hat er mich geschwächt? Oh. Ja, da würde ich mal behaupten, dass die Folge wieder richtig geil anfängt. Ja, was ist denn jetzt? Dann seid ihr also wirklich. Ich glaub das mir nicht, dass ich Drachenblut war. Glaubt's mir einfach nicht. Ja, ich bin Drachenblut. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Also, fangen wir mal an. Wer bist denn du und was willst du von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren... Seit dem letzten Drachenblutkaiser suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Also vorab, wie ich gerade erwähnt habe, die Klinge gab es auch damals in Oblivion. Und wie man ja schon raushören konnte, für die, die jetzt nicht Oblivion kennen oder gespielt haben, Oblivion spielt ja lang, lang, lang vor Skyrim. Also, alles, was in Oblivion war, ist hier schon längst passiert. Und jo, die Klinge waren dummels die Beschützer vom Kaiser und, wie wir es schon gehört haben, Art Drachentöter. Also, ja. Nur damit wir drüber geredet haben. Was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. War der Alduin. Ich hab diesen Drachen, der fliehen konnte, schon mal gesehen. Wirklich? Wo? Er hat Helgen angegriffen, als Ulfric vor den Kaiserlichen geflohen ist. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Okay. Was ist unser nächster Schritt? Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Helf mir auf die Sprünge. Wer waren nochmal die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Wieso denkt ihr, dass es die Talmoor, die Drachen zurückbringen?
Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmor hätte sonst etwas davon? Weshalb sind die Talmor in Dolgea? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Gut. Wir müssen herausfinden, ob die Talmor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmor gelangen. Und wie kommen wir in die Botschaft der Talmor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Ah, nur noch schlimmer? Das ist, hört sich doch gut an. Für Actions sind mir natürlich zu Han. Die brauche ich jetzt ein bisschen, bis die Mutter ohne wieder im Flusswald ist. Und in der Zeit hätte ich schon gesagt, gehen wir mal das Horn abgeben. Gehen wir wieder nach Hochrodgar. Zu der Graubärde. Und besuche sie nochmal. Ey, Grauis! Da bin ich wieder. Der Chef in sein Haus. Hallo. Hab's Horn. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Sau stark. Also, jetzt werden wir im Drachenblut gekrönt. Offiziell. Es wird offiziell. Okay, Wulfgar. Ich spule mal schon vor. So, alle hier. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über da mit euch teilen. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Der entfesselnden Stimme. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ach, du ahnst es nicht. Mein Kopf, aua. Au. Mach ihr mit mir. Herrn Uff! Aua! Ich war's doch gar nicht. Au! Ich schlacht euch alle ab. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hochrodgar steht euch nun offen. Sehr, sehr geil. Das Horn von Jürgen Windrufer abgeschlossen. Wir haben ein neues Wort der Macht gelernt. Wo war's dann? Unerbittliche Macht. Jawohl, jawohl. Haben wir jetzt auch auf Max.
Läuft. Wir sind auf dem besten Weg. Optimal. So. Dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Dann gehen wir zurück nach Flusswald zu der Delfine. Die dürfte inzwischen schon daheim sein. Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Königshain. Ach so. Das habe ich schon geregelt. Ich mach da jetzt Monettenshemd. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Delfine! Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt! Ich habe einen Plan. Okay. Ich folge dir unauffällig. Das Gold nehme ich mir aber Armor mit. Oh, hier kann man noch was lesen. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Kommst du nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken, aber euch kennen sie noch gar nicht. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Er heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernden Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Wer ist denn der Kontakt? Bist du dir sicher, dass man dem mal vertrauen kann? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Boah. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Okay. Wie komme ich auf die Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Stabile Sache. Ich werde euch in Einsamkeit sehen. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Prima. Lydia, hopp, zieh dich. Aber. Komm her, du. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Malborn. Der Arm hat sich erwischt. Seine ganze Familie wurde abgeschlachtet von der, ne? Das finde ich irgendwie nicht so geil. Dann gehen wir noch gerade noch eins zum Kite. Der Arm. Allzu satt. Zum Arbeiten bin ich zu alt. Zu trinken aber noch lange nicht. Ey, Malborn. Ja. Unser gemeinsamer Freund schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Okay, Mir gebe dem jetzt mal alles. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los.
Ich finde euch schon auf der Feier, keine Sorge. Also, Mika wird dem jetzt einmal wirklich alles, was wir haben. Auch die ganze Dietrische. Hätte ich vorher gleich mal alles wegmachen sollen. Oh ne, wissen wir was? Das machen wir jetzt mal anders da. Und zwar bin ich jetzt nackig. Scheiße. Das macht jetzt aber gerade nichts. Vielleicht eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Kacke. Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig. Scheiße, ich wollte jetzt eigentlich erst hingehen, alles wegmachen. Ich kümmere mich um. Wir gehen jetzt mal kurz noch Weißlauf. Oh Mann. Bekleidung. Und zwar ziehe ich wieder gerne mal alles an hier. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Nee, ich will erstmal die Tasche leer machen. So, und zwar gehe mir auf Sonstiges und lege ab. Schlüssel behalten wir. Schriftrolle behalten wir. Die Bücher behalten wir. Alle Zutaten, die man der brauche, können wir wieder ablegen. Komm, die ganze Schriftrolle lege mal ab. Das da, waffenmäßig, gehen wir alles verkaufen, was man der brauche. Gut. Sprich mit Delfine. Und zwar gehen wir jetzt zu der Delfine und rede nochmal mit ihr. Habt ihr mal Born die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Nein, leider nicht. Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat. Nix. Und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Oh, scheiße. Die Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Boot. Das war jetzt mies. Ganz ein bisschen verkackt, würde ich behaupten. Aber nur so ein bisschen. Der Talmoor erscheinen. Alter Lydia. Du musst mir den Arsch retten, wenn ich da drin auf Grundeis gehe. In dieser Kleidung ich baue auf dich. Nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmoor erscheinen. Besser, oder? Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Let's go. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer. Sieht nur viel Glück. Also die hat jetzt meine ganze Waffe, meine ganze Rüstung. Und zwar hätte ich dem eigentlich die ganze Waffe, meine ganze Rüstung gelb, besonders mein Schwert und die Kette. Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elend Benz. Aber jetzt boxen wir uns so durch. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses Götterverdammten. Jo, quatsch mich nicht voll hier. Ich hatte nicht die Absicht. Willkommen in der Botschaft der Talmoor. Eure Einladung bitte. Ja, bitte. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Gar kein Ding, Alter. Zack, drin bin ich. War jetzt mal ganz entspannt.
willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenwen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid? Ich bin der Herz aus Platin. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Der graue Bezirk. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein entkorke? Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Da könntet ihr, ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Die sind ja schon groß, ne? Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Alter, die sind riesig. Ich hoffe, ihr amüsiert euch. So. Vorab, wir sind jetzt hier in der Botschaft. Und zuallererst... Man muss schon ihren Schnitt. Zu allererst. Ich hoffe, es gefällt euch, mein Herr. Gucken wir uns mal gerade ein bisschen um. Ey, Alter. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Okay. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Ja, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Ja, was benötigt ihr? Ah, ich bin ready. Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus anderen Teilen von Himmelsrand? Ich weiß nicht, ob das eine echte Neuigkeit ist. Aber in letzter Zeit scheint sich jeder Schmied in Himmelsrand beweisen zu wollen. Und zwar schnecke mir uns hier die Wein. Wenn erreicht. Wenn ihr mich fragt. Und dann retten wir noch mit unserem Kollegen hier. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Hier, hab etwas zu trinken für dich. Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Schnausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Da hätte ich doch schon was. Was du für mich machen könntest. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Du musst ein bisschen Aufmerksamkeit erwecken. Kriegst du das hin? Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Bin gespannt, Alter. Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Ja, ja, ich komme hier, dann stehe ich mir im Weg, Alter. Natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten... So. Die Kiste ist natürlich leer, weil ich hab's voll verkackt, Alter. Ich hab's richtig verkackt. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir. Hab keine Ausrüstung, Alter. Folgt mir. Wer kommt da, Malbon? Ihr wisst doch, dass ich keine Fremden. Ich halt die Axt. Gerüche in meiner Küche machen. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Oh Mann. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast. Gibt's mit der Axt? In der Küche? Dackala! Wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Welches ist dein Schnauze? Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschaft... Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Gut. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Besser ist es. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Alles gut, Bruder. So, normal hätte ich jetzt meine Ausrüstung, weil jetzt geht's richtig ab. Und jetzt habe ich halt nur die Rote. Machen wir doch mal das Loch zu, Alter. Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen. Zaubertrank. Die kommen schon. Oh Gott, jetzt muss ich mich wirklich hier mit einer Axt rumboxen. Alter Vater. So, den looten wir jetzt direkt, aber
Schwert. Und die Rüstung. Waffe. Ich schmeiße mal dort die Kacke weg. Und ziehen es halt dann ihr Equipment an. So, Allah. Dauert jetzt ein bisschen. Habe ich halt dann hier Stani Stahlschwert. Elfenschwert ist nochmal ein bisschen besser. Eine gute Sache. Elfenschwert. Zack, her damit. Was bist du für einer? Oh. Der tut ein bisschen weh. Was ist Depp, Alter? Ich bin aber auch so Trottel, ich hab's komplett verkackt. So komplett, aber so richtig komplett. Okay, da brauche ich einen Schlüssel dafür. Bevor wir jetzt hier mal weitergehen, gucken wir uns noch um. Geht's noch hoch? Es sind überall noch Tränke und Zutaten. Ah, was für Himmelsrand. Nee. Sind wir da drin? Hier scheint nichts mehr zu sein, nö. Gehen wir mal gerade hier rüber. Buch zum Lesen. Na. Tränke nehme ich gern mit. Hier liegen noch. Okay. Dann sind wir hier fertig. Können wir jetzt hier raus? Alter! Du bist jetzt gleich tot. Was hast du denn so Schönes dabei? Weggefetzt, Junge. Mit der eigenen Waffe geschlagen. Zero to Hero. Boah, die tun ja echt schon weh. Oh Gott, schon wieder so ein Magier. Der hält jetzt nur was aus hier. Das Ding ist, ich habe jetzt arg Tränke dabei wahrscheinlich, ne? Die ich gefunden habe. Gehen sofort wieder hier hin. Boah, ich wurde entdeckt. Hast du den jetzt wiederbelebt? Na, der hat den wiederbelebt. Schlüssel. Dann schaue ich mich noch mal kurz hier um. Trank.
Aber die Tränke sind gerade das, was uns hier am bisher am Leberhalle, ne? Da ist noch was. Pferde, ich habe leider kein Dietrich. Oh, wo gehe ich denn jetzt schon wieder hin? Nee, ich will mich aber erstmal noch umgucken. Nein. Erstmal ein bisschen umschaue, dass mir auch nichts vergesse. Hier ist noch ein Zaubertrank der Regeneration, eine Kiste. Da wird der Schlüssel. Moment, das, was waren das? Bücher. Weg mit dem Scheiß. Das ist die Einladung gewesen. Na, weg, Braumann. So, hier ist auch nichts. Aber es geht noch eine Etage höher. Ah. Mitgenommen. Hier sind noch Tränke. Hier ist noch einer. Ja, mal hier auch fertig. Ja, hier ist noch Wein. Hier ist noch Trank der Regeneration. Ein bisschen Gold. So, jetzt können wir runter und weiter. Informationen haben wir. Ist da jemand? Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ah! Oh Gott. Ihr seid kein wahrer Elf. Alter, die klatscht hier alles in jeden Sammel einfach. Nimm mir jetzt mit deine Elfe-Streitkolbe. Weil der Witter ein bisschen stärker ist. Der Elfen-Streitkolben. Dann machen wir das Kackschwert weg. Was? Wer? Ja, los. Hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Okay, Ding, Alter. Ich schulde euch was. Besucht mich in Rifton, wenn ihr es hinaus schafft. Ich schaff das safe hier raus. Guck, das Land gewünscht. Muss mich noch ein bisschen hier umgucken. Oh yeah. So. Der Eistroll, ich klatsche nochmal weg da. So, hier liegt noch jemand. Hat zwar nichts Besonderes dabei, aber hier liegt noch ein ungewöhnlicher Stein,
den nehmen wir sofort mit. Da haben wir schon drei. Hier ist noch ein Lehrbuch. Ah, noch ein bisschen Gold liegt hier rum. Einwandfrei. Oh yeah. Da haben wir uns doch noch gut durchgeboxt. Angefangen mit einer Axt. Boah, wir sind da was? Ich schmeiß deine ganze Scheiße jetzt ja weg, du. Waffe. Art aktualisiert. Flusswald. Gehen wir zurück nach Flusswald und holen unser Stuff ab. Die Wachen haben von euch erzählt, dass ihr es wart, der. Also, sie sagen, dass die dunkle Bruderschaft. Also. Okay. Oh, Delfine. Alles erledigt. Und eine Haufe umgelegt. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Ajo. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Dave. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war so sicher, dass sie dahinter stecken würden. Wenn nicht die Talmor, wer dann? Oder was? Ich weiß es nicht, aber die Talmor suchen nach einem gewissen Esbern. Esbern? Er lebt? Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollte die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen? Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Dann er. Wissen Sie, wo er ist? Sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also? Sicher unten am Rattenweg. Ja. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Trophäe, diplomatische Immunität. Abfahrt. Erstmal hole ich mir meine Sache und das war die Fallstruhe. Oh, alles zurück. Ich nehme alles wieder hier an mich. Alles nehmen, fertig aus. Und zwar Waffe ausrüste, Bekleidung, meine gute Ausrüstung. Die Kacke werfen wir wieder weg, da. Ah. Welch köstlichen Anblick. Ah, jetzt machen wir wieder Schade und halte ein bisschen was aus. Ibi. So, wir haben wieder alles. Hey, diese Rüstung da. Ihr habt sie weggeworfen, ja? Also kann ich sie doch nehmen, oder? Kann schon. So viel Glück hatte ich den ganzen Tag noch nicht. Was war denn das jetzt schon wieder? Vorsichtig! Ah ja, du stichst mir in die Fies rum. Du Eierbecher. Was war das? Hat der mich schon angequatscht, weil er deine Müll da will? Sondern nimmer. Gut, sprich mit Brynjolf. Jetzt müssen wir wieder Rifton. Nach Rifton. Rifton. Wir gucken mal gerade, was, wenn wir jetzt schon hier sind. Ich bin
bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Und zwar... Neu in Rifton? Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Wenn sie nur einmal die Herberge ist... Gehen wir mal kurz in die Herberge. Nee. Falsch. Geh mal nicht in die Herberge. Hier müssen wir, glaube ich, hin. In die Kneipe. Hey, aufpassen! Und was braucht ihr? Hm? In der Bienenstich. Bürger von und was jawohl! Braucht ihr? Hm? Die Rückkehr der wenn Drachen ist kein einfacher Zufall. Dies ist eines der Zeichen. Ein Zeichen für Lady Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Lasst von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Nein, nein, Mara mal. Wir haben darüber gesprochen. Talen, mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Alter. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Ein kaiserlicher Spion, Mara mal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr Besucher gehört. Wie wir. Ihr was müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen. Wir werfen euch nicht raus, aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Möge Mara euch segnen. Alles klar. Und zwar wollen wir zu Demdo. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Nehmt die Almosen. Aber natürlich. Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Oh komm, gib Mamo 5 Stück. Danke. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Glaube ich dir. Ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrat. Ah ja. Die Göttin der Liebe. Könnt ihr mir Maras Glauben... Könnt ihr mir von Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehnen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Ich könnte im Tempel heiraten. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Ajo. Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Ich würde gerne ein Amulett von Mara kaufen. Hier, bitte. Und vergesst nicht, dass die Leute in Himmelsrand auf eure Taten reagieren. Wenn ihr ihnen helft, werden sich mehr von ihnen für eure Liebe interessieren. Ja, Alter. Viel Glück. Möge Mara euch segnen. Was musst du jetzt ausgerechnet hier kehren? Möget ihr sicher zu ihrer Huld... Willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Soll ich? Ist vor, Feuer zu machen? Ey, Digga. Ich habe mir also, der ist die Herde. Der ist wieder der Geilste, ne? Gut, nee, aber wir haben es jetzt schon gehört. Jetzt haben wir das Amulett gekauft. Und zwar erkläre ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir das Amulett von Mara. Vorab zur Hochzeit. Ihr könnt einige Frauen in überall im Himmelsrand anquatschen, wenn er das Amulett anhat. Und sie frohen, ob sie heiraten können. Oder ob sie Interesse an euch haben. Ihr könnt nur Emo heiraten. Merke euch das. Das heißt, wenn ihr euch jetzt eine Frau aussuche und die sollte jetzt irgendwann mal sterben oder sonst irgendwas, könnt ihr nicht nochmal heiraten. Das geht nämlich. Und wenn ihr euch so hässliche aussuche, könnt ihr die A nicht mehr umtauschen, dann fertig aus. Wir können nur immer heiraten. Es gibt eine gewisse Anzahl, Auswahl, wo wirklich gut sind, wo man heiraten kann, die ja was bringen.
können ja die Lydia heiraten. Moment. Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Und zwar Begleitung. So schlecht sieht sie ja aus, ne? Also die Lydia, Hanna dann einmal am Start. Das Ding ist allerdings, sie kann irgendwann nur sterben durch den Kampf. Das ist halt ein Nachteil, ne? Wie kann ich euch dienen, Tane? Nix. Du kriegst wieder dein Helmchen. Meine Schönheit. Hier, zack. Ihr geht vor, ich folge. Ich mach folgendes. Und zwar gehen wir immer nur Himmelsrand. Ach, nur Himmelsrand sag ich, nur Weißlauf. Ich hab eine andere Schönheit im Visier. Hoffentlich finden wir sie jetzt direkt. Nö, die ist es hier nicht dabei. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflaggten Meere sollen noch Betten frei sein. Mir suche gerade nur die gute Lady. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Nee, die ist hier auch nicht. Wissen wir was? Wir warten hier einfach mal ein bisschen. Wir warten hier jetzt da mal so bis 10 Uhr. So, da ist sie. Und zwar, ziehen wir jetzt unser Amulett an. Und reden mal mit der Ysolda. Ist das ein Amulett von Mara? Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist. Oh, seid ihr an mir interessiert? Nun ja, warum denn auch nicht? Und habt ihr Interesse an mir? Ja, das habe ich. Dann ist es abgemacht. Wenn das Leben in Himmelsrand auch kurz sein kann, so haben wir doch wenigstens einander. So. Und zwar gibt es jetzt unsere Frau. Und das Ganze funktioniert, wie Nasio schon gesehen hat. Wir ziehen das Amulett an. Und dann quatschen wir die Person an. Dasselbe könnt ihr mit Lydia machen und viele, viele andere auch. Aber nicht mit jeder. Es gibt einige, die können dann nicht heiraten. Das geht einfach nicht. Jetzt haben wir das gemacht. Sie hat gesagt, sie hat Interesse an uns. Wir haben das erwidert. Gehen wir zurück nach Rifton. Und retten nochmal mit einem Dude, der uns das verkauft hat. Bitte helft mir. Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei von Rifton verlieren. Wo lacht er? Der lacht doch irgendwo. Ich rate euch, dem Gerät. Vorsichtig! Wo ist er? Du ist er. Wenn ihr auf Ihr habt Quatsch. Auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Ich habe schon Quatsch. Das war jetzt die Hauptmission. Und zwar wollen wir erstmal heiraten. Aktivieren wir das gerade noch. Und zwar finden wir den mit dem Tempel. Und Mara. Wo ist er? Du Mara mal. Wie kann ich euch möchte gerne im Tempel heiraten. Ihr wollt euch trauen? Es ist schön, auch in diesen schwierigen Zeiten die zarte Pflanze der Liebe erblühen zu sehen. Eure Trauung wird morgen stattfinden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kommt nicht zu spät. Ihr wollt doch eure eigene Hochzeit nicht verpassen. Natürlich nett, Alter. Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurück. So, hat gesagt, moi free. Ihr braucht und zwar reisen wir jetzt immer mal ganz kurz dafür wieder zurück nach Weißlauf. So. Und reise wieder zurück nach Rifton. Geh zu deiner Hochzeitszeremonie. Bin hier schon auf dem Weg. Wir werden heiraten. Ich bin entzückt. Ah, und hier kommt der stolze Bräutigam. Oh, du komm da. Zeremonie beginnen. Der Elchewe. Die der gesamten Schöpfung das Leben schenkte. Sie schwor, über uns als ihre Kinder zu wachen.
Erst durch die Liebe, die sie uns entgegenbrachte, lernten wir, einander zu lieben. Und durch diese Liebe lernen wir, dass ein einsames Leben überhaupt kein Leben ist. Wir haben uns unter Maras liebevollem Blick heute hier versammelt, um die Vereinigung zweier Seelen zu einer ewig währenden Gemeinschaft zu bezeugen. Mögen sie dieses wie auch das nächste Leben gemeinsam bereisen. In Wohlstand wie in Armut, in guten wie in schlechten Zeiten. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will, für immer und ewig. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will, für immer und ewig. Unter der Obhut ab in die Flitterwoche. Der Göttin der Liebe erkläre ich dieses Paar hiermit für vermählt. Ich überreiche euch nun diese passenden Ringe, gesegnet von Maras göttlicher Gnade. Mögen sie euch in eurem neuen gemeinsamen Leben beschützen. Wir sind verheiratet. Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, jawohl, wo wir leben wollen, nicht wahr? Ihr könnt natürlich bei mir einziehen. Wir könnten in meinem Haus in Weißlauf wohnen. Unser neues Heim. Wir sehen uns dort. Perfekt, Schneggy. So, wir haben geheiratet und haben die Trophäe bekommen. Ab in die Flitterwoche. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Einige. So, dann machen wir uns nochmal auf der Weg nach Weißlauf. Gucken wir uns das Spektakel nochmal an. Warte, hat er uns jetzt eigentlich wirklich Ringe gegeben gehabt? Der heilige Bund der Ehe. Tatsache. So. Okay, die sind noch nicht hier, oder was? Okay, schade. Machen wir aber folgendes. Amulett können wir wieder ausziehen. Nehmen wir wieder unser Halskett an. Und der Ring der Ehe machen wir in die Kiste. Das Amulett machen wir in die Kiste. Wunder, wunderbar. Komm, wir warten mal ein paar Stunden, ja. Ah, da ist er. Es ist ein wundervoller Schatz. Wenn es euch recht ist. Was? Hallo, Schatz. Ich werf. Und zwar können wir bei ihr Sache verkaufen und ihr jedes Mal das Gold wieder ablunse. Und was machen wir? Wir verkaufen hier mal so zwei Seelensteine. Was verkauft die so an uns? Dietrische. Gut. Perfekto, perfekto. So, die chillt jetzt bei uns immer im Haus, ist am Kochen, ist am Sauermachen, ist sich um alles am Kümmern. Und nach einer gewissen Zeit kann man mal hingehen, weil die ihr Lade führt und kann dann jedes Mal Geld abholen gehen. Eigentlich sau cool. Und somit hätte man auch geheiratet. Eine weitere Trophäe und ein Schritt näher Richtung Bladin. Richtung Bladin. Ah, was mache ich dann? Moment, Quest. So, da machen wir den Fall wieder weg. Und gehen zum Brynjolf. Jetzt aber ab nach Rifton. So, der streunert irgendwo hier rum. Hoppla. So ist er. Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit? Ja, was muss ich machen?
Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Brandschlei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Alles klar. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und... Ich bin ready. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem... Let's go. Seid. Kommt, kommt alle her. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Das müsst ihr hören. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Na, Moment. Besteckt. Das müsst ihr hören. Immer entdeckt. Wenn das Auge offen ist, bin ich entdeckt. Irgendjemand sieht mich hier. Ach, Brynjolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld, oh, Moment. Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei gut. Seid. Kann ich die anschreiben? Natürlich. Oh Gott, wir haben ja aber genug Idrische diesmal am Start. Muss ich jetzt mal gerade schauen. Okay, es geht in die Richtung. Das haben wir mal offen. Bin entdeckt. Fische verkaufen, bevor sie verdammen. Ihr wisst, dass ich euch das nicht sagen kann. Okay, bin ich hier falsch. Und ihr ein paar Medinfos habt, weiß es jeder. Meine Damen und Herren. Ja, welcher Stand ist denn nur von wem? Eieiei. Ja, wo hängt's? Samu. Das Silberring. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen? Das einzig wahre. So, bei wem soll ich den drin machen? Meister der Magie. Krelkas. Woher habt ihr das dann? Brandscheiß. Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Ja, Brandscheiß. Aber ich kann versprechen, dass der Inhalt versteckt. Ein Schluck von diesem frisches Fleisch und Gemüse reicht zu, solange der Vorrat Reichtum. Ich brauche Schlüssel. Oder vielleicht sogar unbegrenzte Macht. Wie viel kostet es? Nur lass die Finger davon. Beeilt euch, bevor alles weg ist. Zwanzig Münzen? So viel hat doch niemand. Erlernt das Wissen ganzer Bibliotheken in... Unser Fleisch ist garantiert... Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Ihr lasst etwas zurück. Wir sollen Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Bis zum nächsten Mal. Hört sich an, als sollte ich es mal versuchen. Schadet dem Ruf anderer Händler. Erlernt das Wissen ganzer Bibliotheken in wenigen Augenblicken. Genau. Und zwar jubeln wir dem den Ring jetzt, oder? Was denkt ihr, was ihr macht? Kommt leise mit oder der Jarl wird euch strafen. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jarl. Ich zahl's. Kluger Mann.
Jetzt kommt mit ich bezahl's, Alter. Anaxie, Lydia hat ihn direkt umgeklatscht, Alter. Wo wurde das lang gefackelt? Hallo, Lady Mjoll. Ich habe wohl zu viel von euch erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch erwischen lasst. Wenn man bedenkt, wie es hier läuft, bin ich nicht überrascht. Was ist da los? Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Es wartet reichlich Gold auf euch, wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. Ich bin bereit, ich schaff es. In Ordnung, dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Ich war ja schon da ohne, Alter. So, jetzt müssen wir da runter. Ratteweg, da waren wir ja aber schon mal. Und da waren wir ja schon mal. Und zwar, wo wir wegen der dunklen Bruderschaft hier waren. Inzio, alles dood. Ja, ich sag's halt, wir sind ein bisschen noch zurückgeblieben mit der Hauptquestline. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche... Ich sage euch, hier verhält es sich anders. Das haben wir alle schon mal gehört, Brien. Macht euch nichts vor. Zwischen Feckel und mir läuft was. Ich rate euch deswegen, lieber die Finger von den Waren zu lassen. Ihr braucht einen Rat. Ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung. Ich habe Besseres zu tun. Du bist aber Arschschönheit. Eine aussterbende... Ihr braucht einen Rat. Und wie nennt ihr das? Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Herzukommen war einfach. Too easy. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner? Was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass er ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Klingt gut. Um wen geht's? Kirawa, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Wie soll ich vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Ist gut. Wird erledigt. Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Und nun los. Ich werde hier sein, wenn... Macht keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Habt ihr schon etwas für uns? Kommt später wieder. Wenn ihr vielleicht was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen. Hier gibt es. Ich suche eigentlich einen alten Mann, der sich irgendwo hier in Rifton versteckt. Aha, hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Ich muss mit ihm reden. Ich bin ein Freund. Sein Leben ist in Gefahr. Das ist eine rührende Geschichte. Und jetzt geht mir aus den Augen. Suche alter Mann. Aha, hier gibt's viele alte Kerle. Hier, schalt 500 Gold, Alter. Nun, wenn ihr das so ausdrückt, ich glaube, ich kenne den alten Kerl, den ihr meint. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie, lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben.
Der alte Kerl, der sich hier unten versteckt, wo wohnt er? Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ihr seid nicht die einzige Person, die nach ihm sucht. Okay. Also gut. So, vorab erkläre ich euch kurz, wenn wir jetzt dafür de Brynjolf halt die Quest noch mache, wo er uns aufgegeben hat, dass mir du die Schuld entreiben solle. Sind wir jetzt auf dem Weg, beziehungsweise machen wir dann die Questline für die Diebesgilde. Sprich, wie die Questline bei Dunklen Bruderschaft oder bei der Gefährde. Aber ich habe gesagt, wir machen jetzt da erstmal ein bisschen die Hauptstory. Und sieh hier, noch eine Erklärung. Wir haben nur dieses komische Steinchen hier gefunden. Hier, ungewöhnlicher Stein. Ganz schön mutig von euch. Bei ihr können wir die Quest dann anfangen. Ihr braucht ein so manchem was zu okay, später erst, wenn wir beigetreten sind. Können wir ihr die Steinchen zeigen und dann sah die, was wir zu machen haben. Geht jetzt halt echt noch nicht. Aber Ensnorm Anna. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Müssen wir hier wieder raus. An eurer Stelle würde ich hier nicht allzu lange bleiben. Suchen wir mal denn eine alte. Zu leicht. Da ist der Agent der Kino. Tötet ihn. Ah, wie schön, ey. Zack, wieder schade. Esbern kann uns nicht entkommen, Dummkopf. Jo! Bei den Göttern, nein! Wie, der wird euch nicht entkommen. Die Erinnerung der Talmor reicht weit. Ihr müsst erst mal an mir vorbei. Und es sieht ganz, ganz schlecht aus für euch. Aber ganz schlecht. Lehrling? Oder wirklich Lehrling? Hallo? Verschwindet. Esban, mach mir die Tür auf. Bin nur Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esban. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Nun gut, Delphine hat mich geschickt. Delphine? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delphine braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Starke Sache. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Alter, hier wohnen wirklich Leute, ne? Das wäre geschafft. Kommt ja, herein, ja, das kommt wir schon. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Buch der Detra. So, erstmal. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Ajo. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Was meint ihr mit es ist hoffnungslos? Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt? Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Wo bin ich? Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig.
Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Es ist nicht hoffnungslos, S-Bahn. Ich bin do. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Ja. Am Blut? Dann ja. Gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen... Ja. Schnell. Führt mich zu Delphin. Es gibt eine Menge zu. Ei auf, S-Bahn. Hab keine Zeit dafür. Ich geh schon mal los und mach den Weg frei. Oh, S-Bahn. Wir gehen jetzt zu Delphin. Gold, Gold, Gold. Das gute, gute Gold. So. Hier ist noch Kiste. Wo bin ich denn schon wieder? Oh. Hoppla. Moment. Bin irgendwie gerade ein bisschen falsch. Moment, Moment, Moment. Nö. Und da sind wir ja kommen. So. Geh ich hier weiter? Ah, hier, hoppla. Ups. Ich Dulli. Müsste ich mich auch mal umgucken, ne? So, also ich falle. Da, gehen wir mal Richtung Delfine. Die zersplitterte Flasche. Zeig euch jetzt Weg. Dass wir nicht immer komplett raus müssen und zurück. Oh, wir kommen ja noch nicht durch. Mann! Müssen wir halt zurück. Also es wird hier einfacher, sobald wir in der Diebesgilde drin sind. Was willst denn du jetzt, Alter? Okay. Alles klar. Herz gesucht. Hohen Frieden. So, ab zurück nach Flusswald.
Wo ist sie dann? Da ist sie. Aber S-Bahn gefunden. Wirklich? Er ist in Sicherheit? Wo ist der? Der kommt. Der ist bald. Der ist schon auf dem Weg. Der kommt bald. Was? Ihr habt ihn allein gelassen? Obwohl die Talmor hinter ihm her sind? Geht und vergewissert euch, dass er in Sicherheit ist und bringt ihn hierher! Mir wartet jetzt einfach mal ein paar Stunden, ja? Was gibt es? Eskortiere S-Bahn. Alter, jetzt muss ich ihn echt noch eskortiere. Ah, hä? Nö, muss ich nicht. Wo ist denn der? Wenn Feinde in der Nähe sind. Ach du Scheiße! Drache. Alter, der macht schon gut Schaden. Älterer Drache. Oh, der ist schon wieder da. Oh, Finisher mit dem Pfeil. Wozu die Eile? Okay, müssen wir doch wahrscheinlich nochmal nach Rifton und zum S-Bahn, Alter. Meine Nerven mit dem Mann. Wo ist er dann? Wo hängt's? Schon wieder ein Kampf. Dreckiges Liebesgesindel. Ja. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Okay. Setzt bloß nicht den Brand in Ordnung. S-Bahn, wo bist du dann? Ich hab der S-Bahn verloren. Scheint doch der Weg aber geklärt, oder? War ja keiner mehr. Habt ihr schon etwas für uns? Ey, ich such der S-Bahn. Wo ist er dann? Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf. Der chillt halt wirklich immer noch hier. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Alter. Obla. Oh. Das hat bestimmt Wege, du. Ach, war das deiner oder was? Habt ihr das gehört? Ob S-Bahn, aber zack ich jetzt. Was? Habt ihr etwas gesagt? Aber da war.
Die Delfine hat mir weich schon an der Arsch gedreht. So, und dann hier rechts. Ah, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob der überhaupt mit kommt. Oh. Wo ist er dann? S-Bahn? Wo sind der? S-Bahn? Bist du jetzt schon weiter? Ja, ich glaube, der ist schon weg. Oh, jetzt darf ich wieder zurück. Er gehört zu der Klinge und muss beschützt werden. Was Banaus. Das macht er safe mit Absicht. Vor allem, ich soll ihn eskortieren, der hat nur verloren. Habt ihr schon wieder verloren? Ein S-Bahn. Er ist einfach wieder weg. Mit Brynjolf. Ich habe Besseres zu tun. Radewisch. So, jetzt gehen wir nochmal nach Flusswald. Und dann gucken wir mal, ob er jetzt endlich da ist. So, jetzt aber. Guck mal, wo. Ein S-Bahn, ey. Hockt im letzten Loch, wirklich. Am Ende der Welt. Ihr seid neu hier. Ah. Da ist er. Wiederzusehen. Es ist lange her. Mal sehen, was S-Bahn zu sagen hat. Es ist auch schön, euch zu sehen, S-Bahn. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Essen. Gut, kommt, auch Getränke. Ich weiß, wo wir reden. Ich koche. Mir gibt's nichts zu sagen. Übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Mal sehen, was er ja, hopp, bewege euch. Hey, aufpassen. Das ist jetzt ein Witz. Mal sehen, was S-Bern zu sagen hat.
Geduld. Gebt mir einen Moment, dann erkläre ich euch alles. Ein bisschen stuck, würde ich behaupten. Oh Mann. Ah, jetzt so. Ja, falls sie das Problem haben wie ich hier, dass sie sich so ingebackt haben, gehen einfach nochmal kurz raus und wieder rein. Das Game. Also manchmal. Oh. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esbern, was... Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht her, ich zeige es euch. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Mhm. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Wir treffen uns an der Kartspitze. Eure Entscheidung. Vielleicht ist es sicherer, einzeln zu reisen. So erregen wir weniger Aufmerksamkeit. Keine Sorge. Ich werde Esbern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartspitze auf euch. Perfekt. Viel Glück. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und zwar gehen wir dann in die neue Zuflucht der Klingen. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge dann. Es ist schon wieder an der Zeit. Und ab der nächsten Folge geht es dann los, wo wir rausfinden und wie wir planen, Alduin zu erledigen. Wir machen langsam Fortschritte. Geheiratet haben wir auch schon. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bleibt gesund und ciao!